was bisher geschah. Wegen den sinkenden Preisen für Kreuzfahrten entscheidet sich halb Zürich im Frühling, eine Kreuzfahrt durch die Karibik zu machen. Mit an Bord der MS Costa Albis Redia befinden sich neben Frenzy, Siggy, Valerie, Ricky, Sanzia, Lisa und David auch Fatima und ihre Schwiegermutter Gülse. Die beiden beginnen einen handfesten Streit und die wutentbrannte Fatima bringt das Schiff beinahe zum Sinken. Da der Untergang droht, beschließt Valerie, ihre gerade entlassenen Mitarbeiter Lisa und David wieder anzustellen und alle drei schließen Frieden. Nach einer lebenslangen Feindschaft schließen auch Sanzia und Valerie Frieden. Sanzia rettet das Temporärbüro Albis Riederplatz vor dem Konkurs und somit Valerie vor dem Ruin. Neben dem Temporärbüro am Albis Riederplatz kauft Sanzia auch gleich noch das am Lindenplatz auf. Somit ist sie nun Besitzerin eines kleinen Imperiums und stellt Valerie als Geschäftsführerin ein. Fatima wird auf dem Kreuzfahrtschiff kurz vor Trinidad und Tobago verhaftet. Auf demselben Schiff kommt aus, dass David und seine Arbeitskollegin Lisa 100.000 Franken gestohlen haben. Euch jedoch nun diese Geschichte genauer zu erklären, würde den Rahmen definitiv sprengen. Jedenfalls hat die Zürcher Kantonalbank Anzeige gegen die beiden erstattet. Das Publikum durfte entscheiden, was mit David und Lisa geschehen soll. Sollen sie die 100.000 Franken in Raten an die ZKB zurückbezahlen? Soll die reiche Sanzia ihnen aus der Patsche helfen? Oder sollen die beiden einfach in den Knast? Wie ihr gewählt habt, seht ihr jetzt in Folge 4. Wer verdreht wem den Kopf?